Hallo, hier ist wieder The War. Es ist Dienstag, The Way of Music, Episode 19. Juhu, boah, ist das warm. Wie ihr seht, ohne Kopfbedeckung, ansonsten könnte ich nicht streamen, das war zu heiß. Jo, es geht einfach weiter. Wer ist eigentlich im Chat? Wie geht es euch? Ah, diesmal sehr übersichtlich, wie schön. Hallo, Twaki01. Grüße. So, zurückgehen. Ja, hören wir uns mal das, was ich so über die letzten Episoden hin angehäuft habe an Noten und Geräuschen. Einfach mal anhören und dann gucken wir mal. Ich habe schon beim Vorstream schon gehört, in dem neuen Teil gibt es noch einiges zu tun, bevor wir uns überhaupt Gedanken an Anfang und Ende machen. Aber hören wir es uns mal an, was da laufen würde. Herzlich willkommen auch Alice Hydra und Anidorf. Hi. So. Ich möchte in diesem Abschnitt arbeiten. Und zwar. Na. Die beiden Güte. Danke. Irgendwo hier um die 93 herum, Takt 93, ist irgendwie zu voll. Thank you.
definitiv zu voll ab der 91. Was sehe ich denn? Gut, probeweise einmal. Nee, nur den einen. Der piepst dann noch so im unteren Bereich rum. Na, markieren wir den mal und. Hehe. Und noch zu viele Töne. Das soll weniger wuseln. Dann wuselt es jetzt weniger. Mal gucken. Dieses Blum, oh, das war weg. Hier ist es da. Jetzt weg. Den möchte ich auch weghaben. Der kann bleiben. Der weg. Sache schon mal näher. Das war nicht nur Schrotflinte Mute, das war einmal, was bleibt denn überhaupt noch übrig? Den war vor. Spaß ist halber länger und die Spaß war auch raus. Nochmal. Da habe ich alles weg. Gut, da kann ich ja bleiben. So, nochmal. Rumsägen, du weg und du auch weg. Ihr geht auch mal flöten. Enden wir oben. Ja, gut. Weg.
Das gefällt mir schon besser. So, die typische Arbeit beim manuellen Sequenzer. Man hat die Freiheit, einzelne Noten zu löschen und manchmal muss man es wirklich ausgiebig tun. So, Schleifchen. Mit Übergang. Ab wo kann man rein? Mit dem Whisper da. Spielt natürlich nicht das, was er soll an der Stelle. Wahrscheinlich, weil der Umschalter dort ist. Ja, ja. Etwas zufriedener mit dem Teil. So, was habe ich nicht genutzt? Das habe ich nicht genutzt. Das kann weg. Na gut. Dann wollen wir mal duplizieren. Nein. Tschüss. Tschüss. So haben wir nicht gewettet. Danke. So, wohin soll die Reise gehen? So, ansonsten, wie habt ihr die Hitze bis jetzt überstanden? Läuft noch alles? Oder es läuft alles am Körper? Oh. Von wo komme ich, wo will ich hin? Gut, machen wir mal die Gitarre hier ein bisschen weiter, wieder verbinden. Ups, bitte im Raster, danke. Da macht er eh nochmal einen kleinen Umschalter und ab da will ich alles... Einmal alles weg, danke. Nein, da will ich auch nicht hin. Ne? Gut, nicht in der Länge und auch nicht immer das. Jetzt schubsen wir mal wieder die Modi umher. Bitte im Raster, danke.
Ist da wirklich im Raster? Schalt mal da um. Und wir nehmen ein Akkord dazu. Das war laut. Gut, dann dann gehst du mal runter. Hier wechseln wir kurz den Modus. Dahin. Damit ich gerne hier noch eine Note. Oh, nochmal. Ein E unten. Bis dahin. Na, komm her. Na, danke. Und du gehen. Oh, wollte ich dich eigentlich nochmal? Du, du, du. Wenn sie es öffnen würde. Das war auf E. Gut. Das war das falsche E. So lang. Dritter Ton nötig. E-Dur? Will ich das wirklich? Halt die Schniss. Die Kessel am Pfeifen? Mhm. Aus den Ohren, aus der Nase oder aus allen Poren? Doch länger? Den nur weg? Ist ja gut, ich starte ab hier. Das habe ich so nicht erwartet, aber auch interessant. Ich gerne. Wo ist meine Viola? Die war schon lange nicht mehr da. Ups. This ain't a machine. Ja, danke. Auch direkt auf Aufnahme zu gehen. Du störst. So, wo habe ich denn diesmal zeitmäßig daneben gegriffen? Oh, das sieht ja halbwegs alles gut aus.
Prinzip die erste Hälfte. Klar. Ich möchte hier jetzt das Gedudel überarbeiten. Denn es passt natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so ganz. Und ich komme von vorher mit dem Übergang, also bleibt das erstmal vorne. Raus, hier auch. Und hier wollen wir die auch eliminieren. Nee. Ich mache was gegenläufig. Den noch mal raus, den noch mal eine Oktave höher und wie klingt's, wenn wir den einfach mal umdrehen? Funktion. Umkehren. Weird. Sehr piepsig. Okay, nochmal runter. Ich hab doch irgendwo so einen komischen Quietsch-Sound. Warst du das? Ja, das seid ihr jetzt nicht mehr. Sauberer. Dann, wir kommen aus dem Kick. Ich möchte gerne den Kick. Ach, deshalb mute ich immer nur. Danke. Der Piepser in der Hauptschleife oder im jetzigen Vorlauf? Also in den minus zwei Takten. Die sind noch zu laut und der Ton gefällt mir doch nicht. Noch ein
Also im jetzigen Vorlauf, das ist wahrscheinlich ein... Könnte die Open Hi-Hat sein. Hm? Der hier, mach ich ein bisschen leiser. Jetzt hört man ihn nicht mehr, also hier höre ich ihn nicht mehr wirklich drauf. So. Bisschen. Rechner pumpt aber ganz gut Energie rein hier. Hier will ich auch mal verhackstücken. Die Offs kommen raus. Wo ist der nächste Off? Da ist ein Off, da ist ein Off. Dore geht auch weg. Ich werde es noch häufig genug mich drüber ärgern. Wo ist die Gitarre? Ja, ja. Danke. Hier schalten wir wieder ein paar ein. Welche? Den, den, den. Popom, popom. Machen wir den zusammen. Ich glaube, das war ein Speichervorgang. Ne, lass ich weg. Beziehungsweise die schalte ich doch ein, aber höher. Du gehst nach oben. Irgendwo hingesprungen. Die Stimme, die wird sich auch ändern. Da höre ich tatsächlich gerade nicht hin. Lass es aber als Untermalung für den Effekt noch da. Mache ich den Trick hier. Wo ist das Menü? Funktion umkehren. Und ohne Schleife. Na. Gut. Schleifchen an.
Wo sind die Vocals? Ich möchte hier eher mit der männlichen arbeiten. Das... Nein, nicht alle weg. Wo bin ich? Da bin ich. Tschüss. Was hätten wir so Schönes im Angebot? Dass ich nicht auf dem Keyboard sehe, weil ich es noch nicht aufgerufen habe. Wie schön. Danke. Später kommen. Ah. Ja. Einfach gar nicht. Tschüss. Schön, ein bisschen arg leise das Teil. Lösche dann richtig. Ja. Henny Hau, jetzt nicht. Und die Female nehmen wir hier auch raus. Die Frage ist, was möchte ich dazu nehmen? Will ich noch was Stimmen dazu nehmen? Verhauen. Kann das sein? Natürlich, da. Ksch. Timing?
Schnee weg. Maximum. Anfall oder A wie Erkenntnis. Da war ja was mit dem Instrument. So. Ich möchte aber auch einen Groove Agent hier ein bisschen arbeiten. Okay, Pattern, wo bin ich? F. Minus 1. Gut, fangen wir an zu spielen. Hallo MIDI-Spur. Ist eh eine temporäre Spur. Ich sagte temporär. Hallo Pattern, was sagt ich? Die F. Minus 1. Ending. Er startet, wenn dort. Hallo, danke. Ja, okay. Ins eigene Knie schießen, gekonnt gemacht. Wo ist mein Groove Agent? Main. Geht hier auf Main? Ja. Habe ich wirklich den richtigen? Ich und Noten lesen, das ist ein G minus 1. Das ist G. G, nicht F. So kann man die Noten natürlich auch anlernen zu lesen. G. Was? Das war echt lang. Alles davor einmal wegmuten. Danke. Was auch immer ihr spielt, interessiert mich nicht. The fuck? Das klingt ja nämlich anders. Warum? Da müsste... Ah, Moment. Bin ich wirklich dort, wo ich hin will? Nein, wieder einschalten, gucken, ab wann der eigentlich spielt. Und den muten wir mal. Was spielte der eigentlich? Das Ende von G1. Das ist das Ende von G1. Nein. Unmute. Dann reingehen. What? Okay, das ist eigentlich unüblich bei Groove Agent. Da schalte ich doch mal hier alle ein. Was haben wir denn da? Auf der anderen Seite, es klingt auch nicht schlecht, lassen wir es einfach drin.
ich habe das Gefühl, dass hier das Ende zu hören war. Ich entscheide hiermit als Komponist, dass hier das Ende ist. Ach, das reimt sich sogar. Na gut. Tschüss. Ja. Wieso dudelt der noch so weit? Ach, weil das Not oft natürlich erst hinten kommt. Du machst gar nichts mehr. Nein, da will ich hin. So, das Möck machen wir auch weg. Möck und ein Übergang. Nein. Halte ich an die eigene Regel, lieber Komponist, das ist später leichter. Möp, möp. Gefällt mir. So, wer klappt denn hier vor sich hin? Wo sind die Claps? Sind es überhaupt die Claps? Die Bassgitarre sollte ich auch nochmal ändern. Hatte ich vorhin schon im Kopf. Ihr könnt auch gehen. Das Störgeräusch ist nett. Ach ja, da unten. Das kann auch was länger bleiben. Und vielleicht noch was dazu danach. Aber die Kickdrum am Ende. Nein. Oh ja, nein. Also mit so einem komischen Ton kann man natürlich auch um jedes beliebige andere Stück hinübergehen. Ich bin ja noch zu lang. Hatte der nicht noch andere Sounds? Quietsch, quietsch, quietsch. Gehen wir da hin. Also bei den... Wo sind die... Was sagen die? Viel zu spät umbenannt. Klar, wo sind die Rims? Nicht Rims, Cymbals. Da. Dahin. Bisch-bisch wäre besser. Einen Film Bisch-bisch muss ich aber mal ran so. Bleibst du wohl aus. Danke. We'll be right back.
Gott, eine lange Fahne. Ich habe so ein paar Textideen, aber was meine Textideen, die ich jetzt vor einer Woche oder so hatte, offstream oder zwei sogar, wie ich das damit vereinbaren soll, weiß ich zwar noch nicht, aber okay. So, Schleifchen. Nein. A, enden ein bisschen A. Ah ja, okay. Kontext. Die vermisst wirklich keiner. Ja, okay. Ein bisschen mit Übergang, wo habe ich dich eigentlich hingelegt? Irgendwo, ach so. Das ein Vocal ab da starten. Nachhall ausmessen.
Also, volle Takte bis dahin. Oh ja, gut. Auf jeden Fall der Fälle, dass ich noch mehr Hall reinhaue, irgendwo. Du bleibst an. Du bist umbenannt. Groove Agent disassembled. Gut. Speichern nicht vergessen. So, zudem diesen Anfang habe ich schon woanders gespeichert. Nur zur Erinnerung, wie haben wir überhaupt angefangen? Nicht für dieses Tempo, für nichts und nimmer. Ah, wieso mache ich nicht einfach Steuerung A? Das gute alte Steuerung A. Ich will mir auch was. Nein. Könntest du bitte nicht auf den Cursor? Danke. Zwei Takte Nachlauf dahin. So, natürlich fangen wir nicht mit 8 Takten nichts an. Aber so anfangen ist auch blöd. Fleißig kopiert und jetzt gehen wir sägen. Keine Vocals vorerst, kein Backbone. Kling, kling, das können wir lassen. Beat kommt sehr spät rein. Und mit sehr spät meine ich wirklich spät. Vor allem nicht da. Nein, nein. Vorhören aus. Nein. Hä? War schon erwischt. Du aus. Danke. Wir bleiben im Off, aus dem Off auf normal, dann dahin, dahin, bisschen Gebrubbel hinten. Gut. Glockenspiel auch nicht. Schon. Die können bleiben. Und die wahrscheinlich auch. Gut. Dumm di, dumm di, dumm di. Ich könnte auch eigentlich alle markieren und dann wegschmeißen. Ich weiß. Na, du nicht.
Macht er keinen Unmarkieren? Doch. Da alle verschoben wir. Ja, ja, gut. Standard? Ja. Dann möchte ich gerne den etwas länger stehen lassen. Auch nicht so lange. Dann stört mich vielleicht die Lautstärke. Hey! Gut, ich möchte aber schon ein bisschen Kick hier am Ende drin haben, so als Einleitung. Was kann ich noch machen? So rumspielen, dahin. Ja. Variieren wir mal ein bisschen die Lautstärken. So. Du warst die Symbols, die...
gehst da weg. Kontrolle, der umstellt. Jetzt gehe ich suchen. Ich möchte mit einem Mann diesmal anfangen. Die letzten Stücke waren vorwiegend mit Frauen zu beginnen. Diesmal ein Mann. Gut. Suchen gehen. Schleife steht. Instrument ausgewählt. Auch früher. Gibt's noch andere? Für ein Stück. Gut, ich bin nur gerade auf Dur. Gut, schieben wir die mal dahin leiser. Fällt mir aber trotzdem nicht. Ja, ja, höher. Wieder. Dafür sollte die Umschaltung aber vorne hin. Danke. Bist du wirklich vorne? Jo. Ah.
kann da schon. So ein trojanisches Pferd mal wieder. Mit einem Dur anfangen und der Rest auf Moll. Früher oder später, früher oder später. Probieren. Da ist er besser. Komm, speichern. Irgendwas fehlt da noch. Ja, eine Frau, ich gehe weiter mit Mann. Haha. Alt. Falsch geguckt. Ich gehe mit einer Frau weiter. Wo hatte ich die Whispers? Da. Was hätten mir die Whispers noch zur Auswahl? Habe ich eigentlich auch so eine Umschalt... Arie. Irgendwelche grüne Tasten, aber was hier machen, weiß auch keiner, oder? Nicht gerade. Da ändert sich nichts. Gut. War ich schon. Nicht. Blubbel, blubbel. Probieren. Ganz so lang. Das ist schon mal ein bisschen besser. Gut. Stört mich noch was. Ja. Clap. Und der Rest hier. Ha 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 ha. Da war ja was. Du kommst später. Da auf. Fängt immer damit an. Thank you.
Gut, wieder rein, aber anderer Sound. Ups, da. Der aber auch weg. Was gibt's denn noch? So laut. Angreiflich. Gut. So. Ich hab Bock auf eine weitere Zigarette. Machen wir Fade Out auf 4. Holla die Waldfee. 4 Minuten 13. Huch. Das ist tatsächlich mal so eine mittlere Zigarettenlänge. Fui. Nicht nachmachen. Na, damit ihr was sehen könnt, dann möchte ich gerne selber was sehen. Wie schaut's aus mit dem Pegel? Pegel. Ja, ich gehe auf Mute. Und gucken wir mal, wo wir vielleicht was noch ändern wollen oder auch nicht. Ist da passiert? Ich habe doch einen Umschalter noch drin. Ja. Okay. Wir haben vorhin hier gearbeitet. Was zum Henker habe ich falsch gemacht? Oder klang das vorher auch schon so? Ich werde durch mein eigenes trojanisches Pferd in die Irre geleitet. Gut, ohne den Auftakt. Thank you.
Henker. Okay. Was habe ich verstellt? Was habe ich jetzt im Henker verstellt in dem Instrument? Habe ich irgendwelche Tasten ge... was machen... Ihr seht es nicht, hier sind so ein paar grüne Tasten. Was machen die eigentlich? Man kann die auch noch transponieren. So lernt man, wofür die grünen Tasten da sind. So, und welche Tonlage war ich dann eben? Scheiße. Ach du Jemine. Gut, dann wollen wir doch mal den öffnen. Nehmen wir mal dieses Steuersignalchen. Na, da unten. Auf minus 2 ist die reguläre... Moment. 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4... Das ist die Mitte. Die haben es wahrscheinlich auf die Mitte gelegt. So, jetzt muss aber den Anfang jetzt richtig einstellen. Ha ha ha. Ich hab's geahnt. Aber was hatte ich denn gestellt? Hätte ich vielleicht vorher angucken sollen. War das da? Das war's nicht. Spannung am Abend. Ist die Komposition im Arsch? Nein, der Nutzer ist falsch bedient. Also, was habe ich hier mit dem armen Instrument gemacht? Ich spiele auf A-Dur und hab's um einen Halbton runter. Ja, gut. Prima. Jetzt aber nochmal von vorne. Thank you.
Also bis jetzt klingt das gar nicht mal so schlecht. Also jetzt nicht perfekt rund, ein paar Sachen stören mich noch. Diese Viola muss ich jetzt wahrscheinlich verdreifachen und separat auspegeln. Wie klingt die, wie sieht es eigentlich hier aus im Instrument? Kann ich überhaupt was tun? Ach, da es ein Complete Control ist, darf ich den jetzt dreimal laden? Ernsthaft? Mal gucken, wie schnell das lädt. Chat, wie findet ihr es denn soweit? Das war vielleicht blöd. Dumm, die dumm. Die will ich separat auch steuern. Die will ich, wenn überhaupt, nur noch ein weiteres Mal laden. Oh Gott. Viola. Amati. Multimic. Er ist intelligent genug, das schon zu erkennen, dass es geladen hat. Schön. Und ich will direkt nochmal. Du bist hier auf der MIDI. Uhr sichtbar. Guck mal, bei dem Mistvieh nochmal die MIDI-Spur einstellen, verdammt nochmal. Ging doch. Habe ich sonst immer gemacht, weil es mich geärgert hat. Mute, Solo, nein. Tja, wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb finde, dann halt nicht. Das sind wir also größer. Sind Effects. Sag mal. Nein, da will ich es richtig hin. Ja, dann halt nicht, ne? Mach was anders. Nein. Tschüss. Absägen, gut. Klassischerweise. Denn dann kann ich auch tatsächlich theoretisch alle Einstellungen mitnehmen. Da. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Jetzt müsste es theoretisch auch laden. Und nicht nur theoretisch. Viola 2 und noch einmal. Ja. Komm, lad. Danke. Du bist Viola 3. Nein, wo habe ich die Viola? Wo bist du ungefähr? Minus 11, dann sollt ihr auch ein Minus 11 haben. So. Copy dahin, paste dahin, paste dahin. Lass ich im oberen einfach die oberen Töne. So. Wo ist was doppelt? Das ist doppelt, doppelt. Alles untere weg. Das untere weg. Unten weg, unten weg, unten weg. Du bleibst. Das sieht so nach Wiederholung aus. Warum nur? Weil es eine ist. Hier weg. Wieso komme ich auf 3? Ach ja, da hinten. Beiden unteren, beiden unteren. Unten, unten bleibt. Du bist die
Erste Geige. Die zweite Geige nimmt den mittleren Ton. Also, nein, nimmt den unteren Ton. So. Das weg, das weg. Jetzt komme ich selber durcheinander. Moment. Im Zweifel den oberen weglöschen, beim Dreier weiterdenken. Oben weglöschen. Oben, oben, oben. Nicht doppelt. Oben, oben. Ich weiß nicht, welches Fiepen du meinst. Taki 01. Die oberen weg. Da bleibt. Beim Dreier bleibt der mittlere. Nein, was habe ich eben weggelöscht? Gemutet. Nee. Achso. Mittleren lassen. Den mittleren lassen. Den mittleren lassen. Mitte, Mitte, Mitte. Oben weg. Mitte lassen. Passt. Die dritte Stimme kommt auch nur dann, wenn es eine dritte Stimme gibt. Sicherheitshalber, da ist die obere, da ist die mittlere, hier sollte die untere überleben. Ips. Das ist wieder nur zwei. Die Einzelnen müssen aber auch gemutet werden. Einzeln, einzeln, einzeln. Ihr seid einzeln, definitiv einzeln, auch alle einzeln. Kann man ja auch später wieder reinholen und transponieren. Ups. Einen übersehen. Einzelnote, Einzelnote. Ihr geht auch flöten. Oder Geigen. Ihr auch. Geht dahin. Was zum Henker? Klar. Er hat die Percussions geladen. Wo auch immer ich die her hatte. Ach nö. Moment. Kopieren. Einfügen. Das sieht schon besser aus. Oh, okay, es ist ein bisschen zu laut. Könntest du nicht... Sag mal...
Er geht auf die anderen Instrumente, woher sie hin sollen, aber da erscheint nichts. Oder wie? Oh Gott, ich habe mein stilles Projekt wohl zersägt. Ich muss reparieren gehen. Wie schön. Also, das mit dem Kopieren soll ich noch... Klar, es hat auf den Percussion. Du mich auch. Symphonic Orchestra, wo bist du? Percussions, Sim-Percussions, da. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was ich genommen habe. Ach du Jemine. Gut, ich habe noch das andere Projekt, da kann ich nachgucken gehen. Das mache ich aber nicht jetzt. Aber das heißt, der... Hallo. Wenn soll auf 38 und 39 gehen. Der geht auf 29 und 39. Du musst auf die 38. Ach so. Aha. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich auch das besser im Stereopanorama einstellen kann. Gesagt, getan. Combined Panner. Moment. Du. Ey. Hast du die Güte? Danke. Machen wir das einmal dahin. Schmaler, mehr nach rechts. Mhm. Das gefällt mir schon besser. Gut. Obwohl, nein, ich will's retten. Ich will's retten. Wo ist mein sogenanntes Abfallprodukt? Projekt aktivieren und laden. Rückkopplung? Nee, die habe ich hier. Moment, da spreche ich es aus. Wäre noch schöner. Es lädt, es lädt, es lädt. Sollte mir zumindest. Ja, das Umladen eines Projekts, das mal eben 16 GB RAM wegfrisst, das dauerte was. Das. Ist ordentlich. Und so wie ich ihn kenne, lädt er immer noch. Ja, es füllt sich. Na, bewegt sich der Arbeitsspeicherzeiger noch? Nein, gut. So. Welchen hatte ich? FX Drones Kit. Danke. Dieses möchten wir nicht speichern. Ich möchte... Dieses Projekt... Ja. Halleluja. FX Drone Kit. Die große Kunst, sich selbst ein Ei zu legen. Und deshalb, liebe Kinder, häufig zwischenspeichern, auch unter anderen Projektnamen. So hat man immer noch ein Backup. Wenn man Scheiße baut. Ups, beruhigen lassen. Nein.
Anti Percussions. Da. FX Drone Kit. Gut, Solo Defeat, danke. Gemutet? Ach ja, die Eingänge. Gut, die sind jetzt Geigen, wie sie sollten. Was soll ich hier hingucken? Was? Wieso bist du schon... Achso, habe ich nicht gespeichert oder was? Speichern. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weiterspielen, wenn ich schon stehe, Panora. Also für die Mono-Hörer auf dem Handy, auf Lautsprecher, ist das, was ich jetzt mache, wahrscheinlich überhaupt nicht hörbar. Die, die mit Kopfhörer hören, ja. Wo will ich was ändern? Geht an. Die dritte Stimme soll auch noch dazu kommen, wenn ich sie schon im rechten Bereich positioniere. Derzeit ist alles irgendwie linkslastig. Machen wir den dazu. Den und den und den. Beide 39, die auf der ersten Spur. Nein. Danke. Muten. Auf der 41 hätte ich gerne, na doch, alle an. Aber... Wo bin ich denn gerade? Ich habe eben schon bewiesen, dass ich es nicht lesen kann. Ah, gut. Klassische Quinte. Mitte werden mal alle tröten. 3, 4, 5, 6, 7, 8? Naja. Warum auch nicht? Die... Oh,
Oktave rauf. 1, 2, 3, 4, 5 runter. Gefällt mir nicht. Kann sein, dass die Gitarre sich hier verschluckt. Weitergeht, klar. Also nochmal. Nochmal tue ich das uns heute nicht an, bevor ich das vergesse, wieder einzuschalten. Komm, Speicher.
Also, das war The Wave Music Episode 19. Wer ist denn noch alles im Chat für die Verabschiedung? Ui. Alice Hydra, danke von Anfang bis Ende. Annie Torf, auch von Anfang bis Ende. Geil. Aten, wie auch immer du ausgesprochen wirst. Danke fürs Zuschauen. Thinking Around, einfach Uwe 42, Tina Rief, Twaki01 und Twilight Xor. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, hinterlasst ein Follow, wenn nicht schon längst getan. Und ja, dann sehen wir uns planmäßig dann am Freitag oder zumindest in der 20. Folge Double X wieder. Und ja, und bis dahin fröhliches Schwitzen, nicht zerschmelzen und passt auf euch auf. Bis in diesem Sinne. Tschüss.